Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Community-Opening. Und zwar der Kevin Geburtstag, ein Zuschauer von uns. Und wir öffnen heute zum ersten Mal auf diesem Channel ein Drachenwandel-Display. Das haben wir auslassen. Das haben wir einfach auslassen. Ja. Es hat zu viele Events gegeben. Anne-Night letztes Jahr, nächste Woche wieder. Mega stark. Vielleicht sehen wir wen von euch. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst sie, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Da sind wir jetzt mit dem wunderschönen Drachenwandel-Display und wir haben ein kleines Giveaway, also der Kevin hat ein kleines Giveaway für euch. Und zwar habt ihr bis nächsten Samstag Zeit, weil heute ist ja Samstag, dieses Pikachu, Bursty Pikachu Celebration zu gewinnen. Einfach Hashtag Kevin unten in die Kommentare, weil es sein Geburtstag-Giveaway ist. Und hätte ich gesagt, wisch mal rein, machen wir das Display auf. Schauen wir, ob 36 Fuß der Drachenwandel. Ja. Mega stark. So, rein in die Olga. Das ist ja wirklich auch, wer ein bisschen Drachenwandel mitverfolgt, das ist so ein geiles Set und so vom Preis explodiert. Und auch die Karten, was da drin sind, habt ihr schon mal jetzt nach da angeschaut? Das ist gestört, auch vom Polenwandel. Einfach Wahnsinn! Rayquaza Alternative Remix, urstark. So, richtig geil. Und 36 Booster haben wir da. Und ich glaube, wir werden das machen, wir werden abwechseln, dass immer einer gleich 12 macht. Ja, 12. In einer Tour. So. Und danach werden wir Platz tauschen, dass einer immer schön in der Mitte sitzt und dazu kommt. Und nächste Woche auf der Anne-Night, wenn es dabei seid, wir gehen wieder umeinander mit einem Yugi-Display und mit einem Pokémon 18er Display. Also wenn es uns übt, seht, sprecht es an und dann holt sich das. Fix. Ja, so. Jetzt gibt's kein Mapping mehr. Genug gemischt, raus mit den Puls. Ja. So. Jeder kriegt 12. Jetzt. Wie beim Pokern. Ich hab 13, höh! Nein, aber nicht. Auf einmal sind wirklich 37 drin. Drachenwandel, so ein geiles Set. Mhm. Wahnsinn. Richtig schön. 12. Ade. Richtig schön. Passt. Good luck. So. Und perform. Und dann das Geburtstagskind, glaube ich, darf natürlich beginnen. Wäre mir eine Ehre. Jo. So, Sleeves haben wir auch alle schon am Start und dann drücken wir gemeinsam die Daumen, dass wir da wirklich. Machen wir Kartentrick oder machen wir keinen? Na, oh, da haben wir schon. Da haben wir schon einen Kartentrick. Und vor allem jetzt sehen wir ja nicht, ob dein Pool dabei ist, gell, mit der Codekarte. Nein, das siehst du nicht. Ja. So. Tauschbecher können wir noch tauschen. Ja. Das haben wir schon lange nicht geöffnet, gell? Naja, in die Tina hast du immer wieder welche drinnen. Ah, da gibt es auch keine alternativen Artworks, ne? Und? Branawatz. Branawatz. Was habe ich immer gesagt? Der wäre der Watzen. Hey, Branawatz. Aber ist auch ein cooles Set. Wahnsinn. Das Set hat so geile Artworks. Lassen wir die Reverse heraus liegen, oder? Nein, das wird dann eh alles voll mit Pools, weil wir haben mega Glück heute. Wie gesagt, ich kann es am Boden aufhören. Was sollten wir überhaupt haben? Wir sollten eigentlich haben 14 Hits? 12 bis 16. Sollte schon gehen. So. Lombrero. So geil. Lombrero. Montier. Hi. Leute, ich habe mir einen Hit. Nice. Ein bisschen gespoilert. Nee, warte mal. Ich hab's nicht gesehen. Das Ibis ist auch sogar sehr spielstarke, coole Karte. Wie? Das ist ja schon fast sehr basic, gell? Oder so. Wablu, der Tiere Reverse und immerhin ein V-Hit. Erstes haben immerhin wir schon, ein V-Hit. Wie. Ja. Eine sehr coole Karte auch. Passt. David tut's leaken. Damit wir gleich da eine sleeken. Aber richtig cool. Einen Hit haben wir schon mal. Besser auf jeden Fall eine V-Karte als eine normale, weiß ich nicht, ohne irgendwas. So. Den Toxer. Glück sei es, das brauchen wir heute. Ja, heute ist zu Hause. Das ist ein Wahnsinn. Eis und Glück. Für gute Pool, ja. Turzel. Nocturne. Bomber. Ein Evoli. Das ist Rayquaza, nämlich oben am Artwork. Kiesling Reverse und Dialga. Ist ein Holer sogar. Alles Holer, ja. Hoppala, das müssen wir auch so schnell gleich. Alles bleibt drin.
Das sieht immer noch aus, Reverse und Polo. Ich hätte zumindest die Big Kids sagen, wenn ich mehr ziehen, das würde ich ziemlich voll dann da werden. Vor allem Display ist halt immer geil. Ich meine, das finde ich auch schade, wenn du sagst Special Set. Das Evolution früher war halt zum Beispiel, hat es ja richtige Displays gegeben. Jetzt bei den ganzen Special Boxen, 25 Jahre Pokémon Go, es gibt halt leider keine Displays. Ja. Nur so Boxen. Und da kriege ich mal 100 Booster zusammen beim Opening. Das ist ja das. Ja, da bist du bei ein paar 100 Euro, ja. Pikachu Reverse wäre stark, ja. Seelenmaske. Arctos. Arctos. Ja, Vogel. Ja. Vogel. Ziehen wir eigentlich selten auf dem Kanal. Vögel ist nicht unseres. Das kommt noch schon ein Herrschaft-Opening. Ganzes Display. Gut, das Ding ist im Keller. Nein, obwohl, ich sag auch schon, Heuer Herrsch ist wieder am Steigen. Also, die 120er-Grenze hat schon wieder reicht. Obwohl es halt eh schon auch wieder jetzt Coronospa alles reprinten, ist halt schade. Ja, da kommen ja die ganzen Decks und alles raus. Schwäch, kriegst du so einen Gust auf ein Eis. Knapfer. Nee, Ding auf Glücksaus ist. Evoli. Der PS Reverse und ein Trapfer. Ja Leute, jetzt habt ihr glaube ich die Pools drin. Du hast gemischt. Weil mir das Lustige ist ja, wir haben jetzt einen. Und das Beste ist, wenn am Anfang wenig kommen, hast du halt dann am Schluss mehr. Das ist halt cool. Also müsst ihr lieber, wenn am Anfang weniger V-Hits und Full-Outs und so sind. Damit spannender bleibt, damit die Leitung skippen muss. Ja. Wo sind die Hits? Die auch geil. Möchte. Bei Feo. Wablu. Und. Trapfer. Sie ist low. Double-Hit. Hätten wir eigentlich nur mal ein Reverse-Trapfer drauf zu. Aber das eine Pack, wo wir die drei drinnen gehabt haben, unglaublich. Ja Leute, wie geht's das? Es geht schon zum Ende zu bei mir. Vier Booster. Ja. Das Tempo brauchen wir immer bei den Displays. Es ist extrem. Ich weiß nicht, ob man das sieht in die Kameras, aber die Karte ist voll gebogen und jetzt haben wir gespoilert. Boost-Check, den brauchen wir jetzt, Leute. Boost-Check. Ein Schick. Wing genau! Altilam. Die ist auch geil. Schatzenergie Reverse und. Ah, okay, so war das. Selbst hast du es kurz gespoilert. Aber die Schatzenergie, die ist auch. Diesen Reverse ist eigentlich sogar schon ein Hit, eigentlich. Das ist nicht so fett. Die Booster gehen so richtig, so. Wie man das schon so alt ist, als so. Besset-like auch. Es sieht, Drachmann ist ja wirklich jetzt schon. Ein Jahr ist halt, ja. Im August letztes Jahr ist rausgekommen. Hm. Warte, war so spielstark. Ist auch noch immer spielstark. Noch immer? Und da spielt man das jetzt gerade auch. Im Ditto-Deck, glaube ich. Dieses Ditto-Deck macht mich fertig. Ditto-Deck, wo du viele verschiedene Karten spielst, dass du ja viele verschiedene Attacken hast und mit Warte halt mit Elektroenergie die ganze Zeit immer den Ditto aufladest. Alter, ja. Auch eine spielstärkere Rare. Das sind wirklich die ganzen Hits. Ja, die. Alle am Schluss. Alle am Schluss. Ja. Das Beste kommt zum Schluss. Es wird noch da jetzt über 10 Hits, weil wir haben 2 Foilkarten dabei. Das heißt 3 Pools dabei. 3 Pools haben wir halt dabei. Aber da in dem Set ist das Gute, dass du halt nicht Quantität brauchst, sondern es gibt halt einzelne Karten, also mehrfach nach einzelne Karten, Alternative. Die alle über 100 Euro schon gehen. Also das ist wirklich so ein teures Set schon worden, weil es einfach zu wenig davon produziert worden ist in Deutschland. Spoomers. Du Heide, du. Ja, letzten zwei. Was nehmen wir? Duralut und zuerst. Hämmer sich jetzt nach da raus. Mhm. Das ist ein Zeichen. Zeichen. Das Alternativ. Eins von den zwei Alternativ. Ich sag mal, Ghost of the Pest, unser Case. Oder vom heißen Wert des Case. Ja, gut. Einfach in die letzten zwei Displays, zwei Ghost Rares. Oder in einem Display. Naja, mein Ghost of the Past Case. Das letzte Booster war der Blue Eyes. Ja, also, sowas ist immer schon heftig. Also nie. Ach, hab ich jetzt in Karten drin. Nein, noch nicht, ne? Oh ja. Oh ja? Ja, ja. Oh ja, hast du gemacht. Hast du gemacht, ja. Sonst Error Booster. Warte. Kiesling. Die Namen teilweise. Jetzt kommen ja wieder so viele neue Pokémon raus. Pinsir. Ja, 1000 Pokémon haben wir da schon. 1000 Pokémon. Erst ohne Shiny Schweindel darfst du nicht weiterspielen.
Und ich glaube, was auch gesagt haben, ist diese Formen, was jetzt kommen, die neuen Formen haben auch eigene Nummern, weil sonst, wenn man als Alola zum Beispiel oder Alola Pokémon haben dieselbe Nummer gehabt wie die normalen und waren keine zusätzliche Nummern. Jetzt diese neuen Formen, ja, kriegen alle eine einzelne Nummer. Check es, jetzt bin ich die ganze Zeit nicht im Bild. Geil. Kiesling, Aktip, Captifuchs, Jörgkev, Teddy Ursa, Raumball Reverse und letztes Pack für mich und letzte Karte. Ach, Schlapfen. Aber hol den Schlapfen. Beide sind gut. Na. Itemkarten sind eher passt, dann spielen wir die Reise nach rund. Eine Wii für 12 Packs. Wer fängt an? Noch hier das nächste. Ante. Ja, David reißt sich schon drum, der will schon. Ich reiß mich drum. Drum. Das Beste kommt zum Schluss, dann bin ich damit meine Booster. Einen Hit hat der Kevin haben können und ich glaube zwei normale, zwei normale Hits waren es. Und dann schauen wir, was ich da ziehen kann. Ich meine, hab ich mein Glück schon verbraucht? Ich weiß es nicht. Die Woche, ich habe schon. Was du abgekannt hast bei Jungen. Wo sind wir denn da? Da sind wir am Start. So. Die sind urbunt, die Karten. Ja, die sind halt schon ewig alt. Aroma Lady, Sedi Matur, Tentoxa, Frigometri, Teddy Ursa, Laufeo, Loturzel, Kindwurm, Cotini und wir haben ein Fiaro. Ich schwöre euch nicht zu lachen, wenn ich alle Hieße habe in meinen Stapel. Dadurch, dass wir gemischt haben, kann es halt eh sein, dass du mehr hast. Ist halt möglich. Du hast 12 Booster, 12 Hits. Das wäre hart. Dafür gibt es noch ein AP. Planas, Duodino, Mac, ein Knapfel, Wommel, Schallquap, Evoli, Flecknoil, ups, Arktikas und ein Letterking. Mal wieder eine Holo. Aber es ist, glaube ich, erst der vierte. Vierte Hit, drei Holos haben wir bis jetzt. Ja. Ich habe jetzt Zeit, wir schauen mal. Das Artwork ist halt schon cool. Ich feiere das. Ich darf jetzt nicht sagen, was ich mir gerade denke, Alter. Da muss ich ihm sagen. Ui, die war dunkler, die Karte, die letzte. Energy, Duo, Dino, Nachhammerin, Gummihandschuhe, dann mal wieder das Enton. Dann Zorua, das ist eigentlich auch eine sehr spielstarke Karte. Hippopotas, Litumit, dann Libiscus, Hippopterus, Und. Für die Dalawi! Oder die zweite, sagen wir so, aber die erste von den Evolutions. Sehr cool. Na schau. Schau von der Seite ausbleicht aus. Die? Ja, von der Seite hat das gerade ausgeschaut vom Winkel. Geht schon. Nein, nur von da. Ja, ich bin Schausauger. Das sowieso. Aber zweiter Hit. Derweil habe ich zwei Booster oder drei Booster. Glaube ich gehabt bis jetzt. Das dritte ist das jetzt, oder? Ja. Und schon zwei Hits. Das ist nicht so bad. Wenn ich schon mal mehr reinkriegt. So, dann haben wir Ursaring. Irokex, warte, wie mit die Rettungsbox, so sehr stark. Geil. Enton, ja, spielstarkes Set. Kiesling, Blebebe, Traumato, Geronimatz, Mac in Reverse, der Innerkarten Reverse sind immer cool. Und wir haben Kappa Lores, auch eigentlich sehr, sehr spielstarke Karte. Sehr cool. Das erinnert mich immer an Detektiv Pikachu. Kappa Lores! Vor allem die Fähigkeit ist halt wirklich stark. Die Szene ist so geil. Ich wüsste jetzt aber gar nicht, ob man die noch spielt. Ich hätte es jetzt lange nicht mehr gesehen. Glaubst du sogar, dass man die sogar spielen wird, weil durch die Perla mit der Entwicklung kommst du sehr leicht in die dritte Entwicklung und dein Basis-Pokémon macht halt 100 mehr Schaden und gerade ist halt die Meta mit Basis-Pokémon. Das muss ich mal anschauen. Vor allem wenn du halt Evoli spielst, Kito spielst, ist halt auch ein Basis-Pokémon, macht das gleich mal mehr Schaden. Das ist sehr cool. Energy. Jetzt muss mal ein Burner kommen. Ja. Vor allem, wir sollten nicht 2 bis 3 immer so, ich nenne es mal wirklich Burner-Karten haben. Gummihandschuhe, Entoron, Lilminip, Frigometri, Zorua, dann Bablu, Hopspross, Babunga auch. Die ist eigentlich auch sehr starke Karte. Also das Set war richtig geil. Und Glaziola VMAX! Nächste Evolution. Das ist eine von den besseren VMAX, die man haben kann, ziehen will.
Sehr schön. Und auch bei der mal Centering wirklich gut. Die ist schön. Also tippitoppi die Karte. Hinten vielleicht ein bisschen off, aber interessiert eigentlich die wenigsten. Aber Vorderseite wunderschöne Karte. Das ist mal wirklich eine wirklich coole, schöne. Wahnsinn. Und auch der Effekt. Das macht Pokémon immer so cool. Mit dem, so diese 3D-Elemente im Artwork. Vor allem, du erkennst auch gefälschte Karten. Die gefälschten Karten, was genauso leuchten, ja, sind komplett glatt. Und die sind halt sehr cool. Na, tun wir die schon zusammen. Die. Na, bitte. Fällt jetzt nur mehr nach da. Also auch Babung eigentlich auch ein cooler Hit. Muss ich schon sagen. Er sortiert fleißig und er legt Siegen auf dem Stapel auf. Ich sortiere es dabei, dass wir es nachher dann alles herzeigen können. Dann haben wir nachher nochmal einen Überblick. So einmal bin ein Booster für euch. Tauscht man die Drachenmandel-Boost überhaupt noch? Ja, schon noch. Aber die haben halt vielleicht einen Wert, ein Drittel von die aktuellen Hauptsets. Wahnsinn, diese Rollen Nocturne, Wommel, das ist voll der Sattek. Rivoli, das ist Rayquaza, das müssen wir da Rayquaza ziehen. Lafeo, Schalkwab, Sentimantur und wir haben Bisbar. Alleine das normale Rayquaza Remix geht ja schon 15 Euro oder so. Das sind auch sau stark. Sind überhaupt. Aber das sieht bei dem Reverse, das Silvering, das ist richtig, richtig schlecht. Mhm. Also. Mhm. Aber wie gesagt, so ein Silvering ist halt nach wie vor noch immer eigentlich leider Nirmint. Manche finden dann schon exzellent, ist aber eigentlich ist halt, dafür gibt es halt die Bezeichnung Nirmint, dass halt nicht perfekt aus dem Booster kommt. So, dann haben wir Pflanzenergie, dann Kuguin, Draschel. Heißt, er reitet das auf sich selber. Ja, auf einen zweiten, ja. Auf einen zweiten. Draschel, Sturmgebirge, Ilminip, Trigometri, Zoruras, einzelnes Back haben wir schon gehabt, Pablo, Hopspross, dann Schneeblatt Orans, ziemlich geile Item Karten als Reverse und wir haben ein Gaunux. Ja, da werden wir die größten Hits alle auf deine Seite gemischt haben. Sehr gut, alles klar. Das ist der Arme, was ziehst du. Ich hab eh immer Pech. Die Box haben wir sich gönnt die Woche, die drei. Alter, komm, Alter. Also die Boxen. Na, Teamweisheit. Weißt du, der Kevin kriegt von seiner Freundin auch drei Boxen und hat, weiß nicht, Radiant Glurak, alles Mögliche da drin gehabt. Satiri. Ich hab die falschen ausgesucht. Cotini. Weißt du, was weggekauft hast? Ja, wirklich. Kuhwin in Reverse und ein Schlapfel. Geh heute den Schlapfel. Jetzt wird's aber dann wirklich. Ja, ja. Oh, das heißt, ja, vier Hits, fünf Hits sind vielleicht noch offen von denen. Wo ist das Rayquaza? Oh, da habe ich was Leichten gesehen. Wo ist denn eigentlich mein Ding? Mein Megafon, das hat mir meine Freundin versteckt. Die darf nicht mehr mein Megafon schreien, hat sie gesagt. Aber zum Zwei in der Früh. So, Pyroleo, Vati. Das ist eigentlich gar nicht so geil, wie vielleicht der Scherb auch haben. Evoli, Flecknoil. Warte, so stark im Hito-Deck. Wablu, Kalcha, Castellit und... Wow! Da haben wir schon mal ein Rainbow. Flash, der Ärger. Aber richtig cool. Die Secret Rare aus dem Set. Ja. Sehr schöne Karte. Doppelter. Ich weiß gar nicht, gibt es Evolutions? Evolutions auch alle in Rainbow? Ja, gibt's auch. Ja. Besser ist Glaziola, glaube ich. Nach Dara, glaube ich, gibt es. Aber zumindest ein Rainbow, weil du hast ja Rainbow nicht einmal garantiert eigentlich. Naja, das ist richtig, sagst, du hast jedes Mal eine. Wo soll ich mich dann noch bei meinen Booster freuen, jetzt wo die Secret Rare draußen ist? Ja, es kann denen noch eine geben. Wir haben eh schon öfter mal Alternative um das Secret Rare gezogen. Ist Alternative überhaupt Secret Rare in den Set? Ja. Also ich kann nicht. Usaring, Flecknoil, Kindwurm, Surokex, Traumato, Aktip. Inaktiv und... Wow! Cool hat der Kleiner! Ja, das sind doch jetzt ein paar Hits hintereinander. Die ist auch eigentlich wieder wunderschön. Ja? Da ballert jetzt noch da rein. Habe ich ein bisschen besseres Händchen der Weltcup. Weil von der Rückseite sind alle gleich geschnitten, aber voll. Das frage ich mich eh, wie das geht, dass die Vorderseite perfekt ist. Falschdruck. Wunderschön. Ja, aber da muss doch dieses ganze... Sheet-Falschdruck. Das ganze Sheet, ja, irgendwie verkehrt schon sein. Aber die ist richtig schön. Das schaut so cool aus, der Effekt. Das kriegt man gar nicht auf die Kamera gescheit, wie das in echt ausschaut. Ja, schon mal drei Evolution. Ja. Ich glaube, dafür ist auch das Set, ich will nicht sagen bekannt, aber
Ich finde strahlender Sterne ist trotzdem ein Lieblinge. Mhm. Weil es einfach Glurix drin hat. So, Dragon Wandel. Cool. The Dragon Wandel. So, jetzt haben wir die Hits bald für die Wii draußen. Komm, noch ein paar was, pass auf. Roy, nein, sehr geil. Spielzeugfänger. Starhüller hat man auch gespielt eine Zeit lang. Zuru-Kicks. Der Tiere, ich glaube in jedem Drachen-Deck. Houdini, Carnivana, Planas, Silversion. Mhm. Ja. Ja. Und. Ja, dann haben wir Dresselia. So, Last Pack Magic bei dir. Ja, bis jetzt habe ich eh schon. Gut gezogen. Nicht schlecht. Vielleicht habe ich ja noch einen Hit. Na. Sonst wirst du. Vor allem, ich habe auch, glaube ich, nur zwei normale Foils gehabt. Dann habe ich gar nichts mehr. Na, wieso? Ja, 16 Hits. Wir haben jetzt vielleicht nicht einmal noch 10. Ja, du hast den Kartentrick verkackt. Einen mehr? Ja. einen. Aber sehe ich einen mehr? Einen zu wenig. Noch, 4, 5 sollten schon noch bei dir sein. Ja, Holos und alles mögliche gemischt. Nein, mehr sogar. Mehr vielleicht sogar. Gelebte Fuchs. Das sehen wir gleich. Seelmaske. Und habe ich nochmal einen Hit. Nice. Tengulist. Dann soll man sich jetzt bei dir so was an. Streamen. Ich tue oft so sitzen. Aber bei den Englischen muss das immer umdrehen. First Pack Magic. Was sehen wir? Hoppala. Lombrero, ich schwöre, das erinnert mich immer an diese mexikanischen Sombreros aus Nachos, ja, wo du eintauchen kannst. Der Nacho-Tipper. Erst, ich liebe Nachos, ein Kino. Und das könnte einfach ein Rosenblatt sein oder sein. Na, es ist ein Nacho-mexikanischer Hut. Mebrana und Pinsir. So, tun wir gleich. Pinsir. Sortieren. Ja. Einmal hören. Soll ich wieder was predikten? Predikt und sowas. Das Alternativ nach Tara. Na, alternatives normales Rayquaza Wii kommt jetzt. Weißt du, wie oft ich schon sowas angesagt habe und dann ist wirklich irgendwas Fährst kommen? Erst die Hof, bitte, gern. Iribis, Tentacha, Milotic. Ja, das war's mit den Predikten. An Tohedo. Tohedo. Ich habe nicht gewusst, dass es die Karte in dem Set gibt. Jetzt sieht's. So. Ah, trotzdem, von den Remax sind schon besser, die man sehen will, weil die Bonedox Remax gibt es sowas auch wahrscheinlich. XS, Lombrero. Ich schwör. Das cutte ich jetzt rein. Kiesling. Das ist in der Bank, Lombrero, Sombrero. Ja, eh, sowieso. Yorklef, Vati. Und ein Raichu. Holo. Vati Reverse ist sogar cool. Weil die hat sie auch dann sogar gegeben, die gibt es ja in Gold jetzt dann, ist die kommen. Nimm da ruhig. Und hat sogar gegeben in, ich glaube in einem Battle Kit, war die auch dann als Promo, das war die. Also das war die, das war im Privilege Kit drinnen. Das war die Privilege ja. Kit. Das geht 30 Euro, die Karte. Habe ich sogar hinten. War Blue. Das ist so cool, das hat wirklich so ein Start. Dumm, Flabebe, Schneeblattorden. Und Gaunux. Der Gauner. Der Gauner. Bist du depp? Was für? Weil da was führe ich auf. Unglaublich. Nervosität. Wirklich. Das ist alles drum sitzen. Ja, das ist nicht mehr. Sturmgebirge. Was? Pudelhandschuhe. Okay. Das Schubi. Evoli, Flecknoil, Dramato und ein Lettergon Wii. Voilà. Ah, das ist auch, Lettergon Wii ist auch nicht so bad, ja, kann man auch spielen. Das ist ein aber da hätten wir stattdessen lieber ein Ding gehabt, wie heißt es? Vor allem ist es nicht, warte, jetzt kommt es mir erst. Das ist der starke, ja. Ah, das Wii-Max ist die Weiterentwicklung, was, wenn du angegriffen wirst, baust du Schaden zurück. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, so. Weil du one-shottest damit die ganze Zeit. Das fühlt sich schwerer. Ich sag's euch, das fühlt sich schwerer. Da haben wir jetzt einen Burner drinnen. Da haben wir jetzt einen Burner drinnen. Queen. Hast du sowas recht gehabt? Ich hab immer recht mit sowas. Knapfel. Pikachu. Wommel. Schlapfel. Ah! Amelias Entschluss. Aber Trainerkarte, ziemlich geile. Ja. Und die habe ich mir erst vor 2 Wochen gekauft, genau die. Aber ich hab gesagt, es ist was drin. Ja.
Ah, die ist auch cool. Was kann die eigentlich? Ja. Vielleicht. Fehlt jetzt noch was? Na, na oh, es kann noch was drin sein. Alternative muss her. Boah, ich habe einen Blödsinn gemacht. Bursche. Na! Das war jetzt ungewollt. Da ist noch ein Booster drin. Zeigen wir es in die Kamera. Er hat wirklich einen Booster vergessen. Da ist alles drinnen. Naja. Wir haben da jetzt zu wenig aufgemacht. Du dann musst, wenn schon zu wenig haben. Ich? Weil ich habe genau 12 gehabt. Ja. Die hat sich auch 12 gegeben. Das ist dann habe ich zu wenig. Ja, dann macht sie am Fuß noch. Das ist nach klarer Last Pack Magic. Okay. Das war halt im Müll gelandet jetzt. Ich schwöre, liegt einfach noch ein Booster drinnen. Lol. Das wäre mir aber nicht auffallen. Hast du zählt? Nein, ich habe nicht zählt. Das wäre so auffallen. Vielleicht haben wir wirklich eins zu viel. Er hat ja nicht 36 rauszählt. Er hat nur 24. Ich hab keine Ahnung. Ja, wurscht. Und die alle raus haben, die zwei Martin liegen bleiben. Lampe, Macheda, Galalavados. Die spielt man. Die ist sehr stark, die Karte, ja. Mhm. Ist auch einer von den Holos, die halt auch mehr wert ist. Also weiß ich nicht. Indus Amazon haben. Sehr. Hast du jetzt das Booster draufgelegt? Ah. Es ist noch immer im Display. Ich werde mich vergessen. Das da, ja. Ich schwöre, da drin ist jetzt der Urdabänger nicht, weil es vergessen worden ist. Ein Miss-Kibble-Card. Hoppala. Na, das geil, jetzt genau schleif worden. Hippopotas, Barschwa. Sind alles rum. Okay, das will gefangen werden. Latageln. Cottini. Das erinnert mich immer an Weg des James, war das? Oder wo waren die ganzen? Ja, oder? Nein, das ist normales Feuer. So. Alternative, kommen, Alternative wollen wir noch sehen. Alternative. Das war der Leimann, ja? Das war wirklich Leimann, ja? Schaut euch die vorletzte Karte an, die ist gut. Die vorletzte. Ja, das ist die Reverse Holo. Kubuin. Also, Pablo, Anton, Kiesling, Klabebe. Pikachu Reverse! Das ist ein geiler Hit. Und ein Milotic. Das ist stark. Ah, das ist cool. Pikachu Reverse ist immer geil. Ich meine, wie viele Pikachu-Karten gibt es jetzt eigentlich schon? Boah, Millionen? Tausende. Gibt es mehr Pikachus oder mehr dunkle Magier? Das weiß man nicht. Mehr Blue Eyes White Dragon gibt es sicher. Ich glaube auch. Jetzt kriege ich Geld. So. Ja, warte, ist ja cool. Nee. Kanimana, Arctip, Kleptifuchs, Zubiris, Irokex und Ampharos. So, willst du das letzte Nachtara dann auch machen? Noch? Nein, das macht ihr. Das ist eins, weil, wie gesagt, die ersten, der abzählt, 12 und 12. Ja. Und ich glaube, beim Boxer reinstecken, ich glaub, ja, hast du einfach eines zudrückt. So. Roy. Ich schwöre, das hätten wir damals im Battle im Stream gegen dich geholfen, dass der Roy. Lampi, Lufeo, Wablo, Kindwurm und Trapfel. Haben wir Last Pack Magic? Hoffen wir. Wie viele haben wir normale Foil-Hits? Normale Foil-Hits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sind es 13 Hits. 13 Hits. 14, weil da drin ist jetzt noch was. Tentoxa. Na, was war die letzte Dings, letzte Booster Pack? Nachtara was? Nachtara. Naja, Evoli. Drinnen war ich dann. Und dann, Schalkwab. So, dem. Na! Na! Was soll ich das? Hast recht, ich glaube, da ist jetzt was drinnen. Na naja, super. Ja, Dreck. Na. Ein Rainbow haben wir mit dabei gehabt. Und ich glaube sogar die. Und ich sag mal, außer die Bonidogs sind eigentlich alles ziemlich nice. Ja, zwei Fullouts, ein Trainer und das Aquan ist halt wunderschön. Ja. Die Fullout ist schon nice. Mhm. Vor allem passt auch zu Glaziola. Das ist halt auch geil. Mhm. So, ja, Aquana, Wasser, Eis. Wasser, ja. Und da haben wir noch das Börste Pikachu, was der Kevin an euch verlost. Hashtag Kevin, eine Woche ab's Zeit. Sonntag drauf werden wir dann das auslosen. Mega stark. Ja, unser erstes Drachenwandel-Display, wahrscheinlich als einzige,
Nur das letzte, die Preise gehen gerade voll durch die Decke im Deutschen, weil Englisch hat einen Reprint gekriegt, die ist bei 120, 130, das Deutsche ist schon bei 200 Euro. Aber trotzdem, ein paar Evolutions waren drinnen, kein Requaza, obwohl es das Drachenwandel-Deck ist. Deck ist, Set ist. Es sind halt mehr Evolutions drin als Drachen, als Requazas. Also das ist richtig. Von daher. Und wenn in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein.